So, Freundchen. Da sind wir wieder. Freundchen. Jo, wir fahren weiter. Ich hoffe, es ist keiner seekrank. Oder wird keiner seekrank von euch. So, ich mache einen kurzen Abstecher jetzt dann hier und markiere mir die Gold- und Silbermine natürlich. Oh, warte mal, ich glaube, da ist es besser, wenn ich da einmal hart rumfahre. Oh, oh. Ich glaube, so ist echt ein bisschen angenehmer vielleicht zum Fahren, ne? Mal ein bisschen Licht anmachen. Ich meine, wenn ich dann im Endeffekt hier mal herkommen sollte, dann weiß ich ja eh, wo hier was ist. GPS. Zack. Gold. Silber und mal ein anderes Lied. So. Und weiter geht's. Huiuiui. Da weiß ich noch nicht, wie er reagiert. Langsam. Okay, wir müssen nur ein bisschen mit Bedacht fahren, dann wird das schon. So, und dann sind wir jetzt auf der Suche nach einem schönen See. Weiß ich da durch? Ja. Hier in der Gegend gibt es echt jede Menge Ressourcen, muss ich feststellen. Was jetzt? Ah. Kurz Angst gehabt. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hinfahren soll. Ich fahre einfach mal stumpf in diese Richtung. Ui. In der Hoffnung, was zu finden. Ui, ui, ui. Oh, ich habe gar keinen Gyro drin. Für den Fall der Fälle, wisst ihr? Komm schon. Beiß dich da hoch. Achso, warte mal kurz. Wir können natürlich Handbremse. Wir können mal kurz auf Allrad umschalten, indem wir einfach die Lenkung mit als Antriebskraft benutzen. Dann haben wir hier quasi ein 6x6 gebaut. Der beißt sich dann da hoffentlich schon hoch. Oder auch nicht. Ich sehe nämlich auch nicht, wie das Gelände hier vorne beschaffen ist. Also ich nehme an, bescheiden. Dann fahren wir hier ein Stückchen rechts rum. Bremsen. Reifen nur noch am Durchdrehen. Von hier ist es auch nicht besonders viel mehr. Oh, oh. Irgendwas hat Pock gemacht. So, Sekunde. Achsenleistung erhöhen. So. Sitzt mir irgendwo auf? Nee. Mit Licht siehst du leider auch nicht sehr viel mehr. Mann, ey, ich hasse dieses Wetter. Ich kann ja noch nicht mal mein Auto richtig erkennen. So, Handbremse rein. So, Nase voll. 100% Leistung. Und los geht's.
Oh, oh. Hä? Warum? Verstehe ich nicht. Okay, wir warten kurz ab. Okay. So, in solchen Fällen ist natürlich auch immer ein Raumschiff ganz gut, weil man dementsprechend einfach über die Wolken hinwegfliegen kann. So, wir haben ein bisschen Schräglage. Oh, ich kann sogar meinen Reifen sehen. So, ich hoffe, ich komme an den Baum vorbei. Jo. So, ich hoffe, wir haben jetzt das Schlimmste erstmal überstanden hier. Nein, 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 nein. Hä? Was ist denn das jetzt gewesen, bitte? Hä? Ich hänge hier irgendwie komplett fest. Hallo? Was zur Hölle war das? Mann, ey. Wandelt dieses Schiff in eine Station um? Das Schiff muss feststehen. Okay, warte mal kurz. Hat er jetzt die Handbremse angezogen? Ich hoffe mal schwer. Mann, ey, dieses mistige Wetter. Weiß der Geier, warum das jetzt passiert ist? Oh, könnte ich schon wieder. Mann. Ja, wir warten jetzt eben mal kurz, bis der Regen aufgehört hat. So, ich werde mich mal kurz hier reinversetzen. Und wenn der Regen aufgehört hat, dann fliege ich erstmal nach oben und guck mal, ob ich irgendetwas finde, was uns denn weiterhelfen kann. Oh nein, ist mein... Sag nicht mein Kon... Mein Container ist im Arsch. Das ganze Material ist weg. Meine Mist aber auch. Ja, dann liegt das ganze Zeug. Ist zumindest mal nicht weg. Ich kann es zumindest mal noch... Hallo? Was ist denn... Echt, ja... Bist du noch heile? Ja. Schnell das Zeug hier reingeballert. Da hat es wahrscheinlich irgendwie den Container zerlegt. Und infolgedessen, dass den Container zerlegt hat, hat es mir vorne einfach das ganze Ding weggesprengt. Hallo? Meine Güte, ey. Was bist du? Weg da. Oh nein, du, nein, 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 du darfst nicht hier wegrutschen. Ich wünschte, ich könnte die Handbremse irgendwie betätigen. Ich brauche jetzt dann erstmal hier... Warte, ich kann doch hier den Sitz mitnehmen, oder? Mann, was ist denn das jetzt? Mhm. Aufregen konnte ich mich hier. Ja, aber hilft ja auch nichts, wenn ich mich jetzt hier aufrege. Da ist mir gerade nicht geholfen. Jetzt gucken, dass ich mein Material. Na, okay, das war's, oder? Nee, da. Nicht, dass mir der Reifen jetzt hier noch platt macht. Zack, zack, zack. Tja, wir werden wohl notgedrungen. Möchtest du das hier nicht einsammeln? Achso. Uns dennoch eine Basis bauen müssen, Freunde. Da beißt die Maus auch keinen Faden quasi ab.
Da hilft auch kein Jammern und sonst auch nichts. Tja, aber wir sind zumindest mal gefahren. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir dieses noch erleben durften. So, dieser scheiß Regen, wenn endlich aufhören würde, dann würde ich vielleicht sehen, wo noch ein bisschen Material von mir rumguckt, bevor es verschwindet. Scheiß Wetter. Da liegt noch was. Da hinten sehe ich es natürlich nicht mehr. Den kompletten Container einfach zerschrottet. So, pass auf, ich hole mir mal eben schnell meine Steuereinheit hier. Jetzt ziehe ich hier mal ganz kräftig die Handbremse an. Flugsteuersitz. Und dann können wir anfangen, das andere Zeug zu zerlegen. Manu! Handbremse aktiv. So. Tja, ich könnte dir mal einen Punkt senden, aber der bringt dir leider nichts, liebe Unicorn. Ich habe noch keine Basis. Außerdem muss ich mich gerade ein wenig sputen. Nicht, dass hier noch irgendwas Verschwindibus macht. Hilfe! Da, guck mal hier. Mitnehmen. Sorry, wenn ich jetzt gerade nicht schreibe, aber ich habe gerade ein bisschen Stress. Nicht abhauen. Wir alles wieder haben. So, das Wetter scheint wieder ein bisschen aufzuklaren. So, da ist jede Menge Zeug. Zeug! Sag mir nicht... Ach nee, die habe ich ausgeschalten. Wollte gerade sagen, dass wenn jetzt Raffinerie und so weiter, wenn die alle im Eimer sind, dann haben wir Trauer. Dann dürfen wir wieder zurück zum Anfang. Back to the basics. Ah ja, wir sind ja immerhin gute 4 Kilometer sind wir ja gekommen. Ja, Wahnsinn. Also, der Map Generator bzw. die Planeten sind nicht besonders für Landtransporte geeignet. Zumindest nicht im hügeligen Gelände. So, Batterien sind auch ein paar kaputt gegangen. Mache ich den weg? Lasse ich den dran? So. Das ist ja noch heile. Den da. Ich schau mal, ob ich den... Nee, den mache ich weg. Komm. Was bist du denn? Wo ist es hin? Hier ist noch was. Puh, dann tanken wir jetzt mal eben voll. Basic Refinery. Wo ist es denn? Hier. Halt, da ist noch was. Da ist auch noch was. Meine Sauerstoffflasche. So. Da ist noch was. Dann sieht es jetzt soweit gut aus. Gut. Ja, ja. Mega ist das. So, pass mal auf, Bedienfeld. Der ist auch im Eimer.
Okay, warte, den repariere ich. Also zwei Container sind ein Muss, bis wir soweit sind. Und ich aktiviere... Die sind noch da. Die sind noch da. Die aktiviere ich mal. Assembler und... Raffinerie. Oh Mann. Mist, ich habe nicht auf die Uhrzeit geguckt, Freunde. Oh Mann, das auch noch. Oh, das ist doch wahr. Ja, ich habe nämlich von der letzten Folge bis jetzt habe ich ein kleines Päuschen gemacht, weil es hier so unendlich heiß ist in der Butze. Ja, und dann habe ich jetzt nicht auf die Zeit geguckt, wann... weil ich quasi losgefahren bin. Was ist denn jetzt hier mit Computer und Motor? Was fehlt denn? Ist da irgendwas kaputt? Dann sagt's doch. Ach so. Wahrscheinlich keine Verbindung von... Ja, ja, wegen dem... Ja. Oh. Wie mache ich das denn nun? Ach, warte, ich schieb das Zeug einfach händisch rüber. So, was braucht er denn für die Motoren noch? Nickel, okay. Ich hoffe, den Nickel habe ich auch eingesammelt. Da. Ist aber nicht viel. Das ist aber nicht viel. So, alles wieder heile. Das passt, das passt. Die Batterien sind heile. So. Gut. Jo, Wahnsinn. Das erste Teil schon mal kaputt. Und ich sehe hier nichts, wo ich hin möchte. Okay. Dann werden wir hier wohl... Oh, die Musik ist alle im Moment. Dann werden wir hier wohl irgendwie bauen. Versuchen. Ja, sterben ist auch noch eine Option. Ich könnte es natürlich zurück zu meiner normalen Basis, ne? Oder ich baue jetzt einfach ein Flugzeug. Ich glaube, das mache ich auch. Komm. Ich werde mir hier einfach die Taschen voll machen, zu meiner Basis zurückgehen und dann ein Flugzeug bauen. Es tut mir ja auch leid. GPS neu als kaputt. Es lief ja alles wunderbar, ne? Alles tipptopp gewesen. Naja. Lehnen wir uns zurück und genießen wir jetzt erstmal den Transport vom Material. Und dann werde ich es dann eventuell vielleicht doch so machen, dass ich mir hier dann ein Bohrschiff hole und dann eventuell erstmal Materialien besorge und mir dann ein Schiff baue. Eventuell, unter Umständen, vielleicht. So, das hier tanken, das kann da rein. Eigentlich brauchen wir das ganze Zeug hier jetzt auch nicht. Da kriege ich nämlich schon mehr mit. Alles kaputt. Wie der Heli jetzt sagen würde. Das sieht cool aus vor der Sonne.
Ein großer Planet plus Mond und dann die Sonne. So, hier war es doch irgendwo. Ah, da hinten. Ach, Freunde. Man hat schon nicht leicht als Ingenieur. Weil das mir das komplette Kopf... Mir geht das immer noch nicht in den Kopf rein, ne? Warum, wieso, weshalb? Ich war nicht besonders schnell. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch ja nicht. So, ich glaube, nach der Aufnahmesession ist mein Fuß dann gut durch. Mir ballert hier gerade die ganze Zeit die Temperatur auf den Fuß, das glaubst du nicht. So, habt ihr denn was dagegen, dass wir hier in der Gegend dann eine Basis bauen? Quasi direkt da, wo wir sind. Dass wir das alles ein bisschen ausbauen und verschönern und so. Hoffe doch nicht. Und ich meine, selbst wenn ihr was dagegen habt, Freunde, ne? Ich sitze hier immer noch am längeren Hebel. Da guckst du aber. Da schlackerst du mir die Ohren, Freundchen. Der Planet ist weitergewandert. Ach nee, die Sonne ist weitergewandert. Nicht der Planet. Die Planeten sind stationär. Da bewegt sich, glaube ich, nichts. Weil sonst würden wir ja zumindest den Mond öfters mal auf- und untergehen sehen. So, eigentlich grundprinzipiell hatte ich mir ja gedacht, ey, heute kannst du ja mal richtig dick hier aufnehmen und so. Aber jetzt gerade, momentan da, hui, da ist so ein bisschen, ne? So ein bisschen luftlos gerade. Werde dann wahrscheinlich später da noch eine Runde Sam & Max eventuell aufnehmen. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber jetzt muss ich erstmal das ganze Material zurückholen. Sorry, falls die Folge heute irgendwie exponentiell lang ist oder dynamisch kurz. Ich nehme einfach an, dass es dann 30 Minuten sind. In 9 Minuten. Obwohl, da sind wir dann wahrscheinlich schon bei 40 oder 50 Minuten, oder? Naja, zur Not muss ich halt zwischendrin mal einen kleinen Cut machen. Was ist denn jetzt los? Achso. Eventuell könnte es auch an einem Leck gelegen haben. Wisst ihr, wie ich meine? Die Welt hat kurz geleckt. In dem Moment, als mein Reifen samt Container quasi mit der Textur, also das Fahrzeug ist weiter gerade ausgefahren und ist dann quasi in die Textur ein wenig hineingebackt und dadurch explodiert. Das könnte natürlich auch sein. Wäre eine Erklärung wert, aber naja. Passiert ist passiert und heulen bringt jetzt nichts. Man schüttelt sich den Staub ab, holt seinen Beutel mit Feenstaub und macht weiter. Mhm. So, in dem Fall ist das hier unser Feenstaub. Schon wieder voll. Ich bin gerade am Überlegen. Das mit der Basis hier bauen wir vielleicht ein bisschen voreilig. Wir könnten uns ein atmosphärisches Fluggerät bauen und damit vielleicht erstmal den Platz aussuchen. Weil hier, es würde vielleicht sehr geil aussehen, aber ich würde sehr, sehr viel bauen müssen und sehr viel stützen müssen, dass ich das toll finde. Da, mein Gott, bin ich blind. Tick mich gerade so. Wo ist denn die Basis? So, na zumindest haben wir einen Großteil des Materials noch retten können.
Wäre das alles weg gewesen, ui, da hätten wir alt ausgesehen. Beziehungsweise ich hätte dann alt ausgesehen, Freunde, weil ich bin ja derjenige, der es dann wieder farmen darf. Wahrscheinlich auch noch ohne euch. Ja, ich denke mal so 3-4 Mal. Also die Folge werden wir garantiert noch damit verbringen, das Material zu holen. Und das Ding auseinander zu flexen. Zum Schluss erst die Batterien, weil solange es Spannungsversorgung hat, dürfte das Objekt, also das Grid in seiner Komplexität nicht entfernt werden. Außer sie haben da irgendwas dran geändert. So, dann können wir uns doch dann drüben eine große Raffinerie bauen, Freunde. Schön, ne? So, nehmen wir das mit, das da, das da, das da, das da. So, dann kommen wir gleich wieder. Ah, wir haben gesehen zumindest, bei uns in der Gegend, da gibt es alles. Silber, Gold, Kobalt, Eisen, Magnesium, Silizium, Nickel, Steine, Eis. Von daher, uns geht's schon gut da, wo wir sind. Aber ich möchte da nicht bleiben. Es wird Zeit, dass mir Flügel wachsen und ich davonfliege, das Nest verlasse. Ne? Wie man halt so ist, wenn man älter wird. Im Regelfall. So. Das müsste relativ gut Eisen wiederbekommen, gegeben haben, denke ich mal. Die ganzen Metallschrottdinger, die wir da reingezwiebelt haben. Also, falls es den einen oder anderen stören mag, dass ich immer von wir rede. Ich sehe da so, wir sind ja eine Gemeinschaft. Ich produziere, ihr guckt es euch an. Von daher, ihr seid schon Bestandteil von dem Ganzen hier. Weil wärt ihr nicht da, würde ich hier nicht sitzen und reden. Sondern dann würde ich hier sitzen, einen Stream nebenher laufen lassen und meine Dinge verrichten. Ja? So, passt das alles? Passt natürlich nicht. Oh, 20.000, da dürfen wir ein paar Mal hin und her fliegen. Da dürfen wir ein paar Mal hin und her fliegen. Ich war gerade am Überlegen, ob ich denn nicht jedes Mal einfach sterben soll und dann wieder beim Spawnpunkt aufwachen soll. Da haben wir aber das Problemchen, dass wenn du öfters stirbst, hast du einen Cooldown drauf. Wenn er hier nicht deaktiviert ist. Und dann hängst du quasi in deinem Einlog-Screen fest. Auch nicht schön. So, alle drin und dann wieder los. Wie schön die Wolken hier rumziehen. Ich mag, was aus Space Engineers geworden ist. Und ich bin echt zuversichtlich, was die Zukunft angeht, mit der Weiterentwicklung. Klar gibt es den einen oder anderen, der sagt, pff, für 4 Euro hier, keine Ahnung, 4 neue Blöcke, habe ich keinen Bock zu. Na, ist so. Braucht auch nicht jeder zwingend, ne? Wer es nicht möchte, der soll es lassen. So easy ist das im Leben. So, halt. Das damit, das mit, das mit. Oh, cool. Kriegen wir doch so viel rein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Da können wir jetzt dann gleich schon ein bisschen anfangen, das Zeug wegzuflexen. Und ja, da nehme ich euch mit, Freunde. Ihr wart beim Bau dabei, ihr wart bei der Fahrt dabei. Jetzt könnt ihr auch dabei sein, wenn wir es beerdigen. Ratatatata. Ach ja, irgendwie habe ich momentan echt Lust drauf, upsa, dass ich mir Minecraft nochmal gebe. Also jetzt zu gucken. Quasi hier, keine Ahnung,
erste Staffel oder so. Da hätte ich momentan echt mal wieder Lust drauf. Soll ich mich verarschen oder was? Füllt das Ding hier auf? Also diese uralten Zeiten mit dem... Was war denn das? Das KOP-Pack war das, glaube ich. Irgendwas Fotorealism. Hatte ich mich gefreut wie ein Schneekönig über das, über das Texturenpack, ne? So, Freunde, wir sind keine Ahnung, wie lange schon in dieser Folge, aber ich glaube, es ist Zeit, dies zu beenden. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.